Bitte was? So. Das liegt ja jetzt nicht an mir. So, meine Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kollegin, Herr Bürgermeister, Oberbürgermeister, könnten Sie mal aufhören, also könnten Sie mal dafür sorgen, dass hier das aufhört, das nervt wirklich. Also, die Dissidenten sind niemals zu irgendwelchen Gesprächen eingeladen worden. Ich bin nicht eingeladen worden, meine Geschäftsstelle, ich habe nochmal gefragt, niemals. Wir hätten natürlich erstmal vorbeigeschaut, aber wahrscheinlich wären wir dann auch wieder gegangen, weil das, was ja augenscheinlich rausgekommen ist, liebe Grüne, liebe SPD, ich mag euch ja meistens, aber das, was Sie verhandelt haben, richtig geile Sache, ne? Das ist jetzt so krass grün- und SPD-mäßig, dass auch die AfD und die Freien Wähler zustimmen werden. So, richtig gut gemacht. So, super Sache. Und es ist ja nicht nur so, dass wir haben jetzt die ganze Zeit über die Sozialbauquote gesprochen, sondern es sind ja noch andere Klopse in diesem Kompromiss drin. Im kooperativen Baulandmodell, so wie es jetzt ist, ist festgeschrieben, dass wenn es mal keine Landesförderung gibt, dann muss der Investor wenigstens 10% sozialen Wohnungsbau machen, ohne Förderung. Das ist jetzt weg. Das heißt, wenn jetzt die jetzige Landesregierung oder eine zukünftige Landesregierung sagt, nö, es gibt kein Geld für geförderten Wohnungsbau, ja, dann ist die Quote bei null. Super verhandelt. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum die FDP zustimmt. Ja, weil sozusagen, das ist ihr Kernmarken, ihr Markenkern. Was auch rausgefallen ist, ist, dass im jetzigen kooperativen Baulandmodell ist es so, dass wenn ein großes Bauprojekt kommt mit vielen, vielen Wohnungen und da zählen viele, viele junge Familien ein mit vielen, vielen kleinen Kindern und es müssen im Umfeld von diesem neuen Stadtteil oder diesem Bau müssen halt neue Kita-Plätze oder neue Schulplätze, Grundschulplätze geschaffen werden, dann muss sich der Investor daran beteiligen. 30.000 Euro für einen Kita-Platz, 40.000 Euro für einen Grundschulplatz. Das ist jetzt raus. So, das heißt, die Kosten, die entstehen in der Stadt, wenn jemand mit einer Investition viele Wohnungen baut, die werden jetzt kommunalisiert, also auf uns alle, wir alle müssen mit unserem Geld dann Schulen bauen, während das Geld, was eigentlich nach dem jetzigen kooperativen Baulandmodell der Investor der Stadt geben würde in Form einer Kompensation, er behalten darf. So. Das heißt, die Gewinne werden privatisiert und den Rest zahlen wir. So, den Rest der Zeit möchte ich auf Herrn Löser eingehen, weil er so provokant gefragt hat, was hätte man denn tun sollen? Ist jetzt leider nicht da, aber gut, da hinten. Ja, was hätten wir denn tun sollen? Punkt 1, erstmal besser verhandeln. Ja, es ist irgendwie ja schon schwierig, wenn von sich aus gesehen in die eine Richtung alle dem dann zustimmen. Das Zweite ist, einfach von vornherein sagen, ja, wir haben einen gespaltenen Stadtrat. Aber was ist denn die Option für eine Mehrheit, wenn kein Zufall ist? Die Option ist, dass Freie Wähler, AfD, FDP, CDU und der Oberbürgermeister in einem Oberbürgermeisterwahljahr das kooperative Baulandmodell zerschießen. Da sage ich mal, okay, das kann man probieren, das kann man machen, mal gucken, wie das auf der Straße ankommt. So, jetzt haben wir aber, jetzt haben wir die ganz interessante Situation, dass eine Mehrheit im Rat da ist, ohne Grüne und ohne SPD. Das heißt, CDU, FDP, Freie Wähler, AfD und Oberbürgermeister haben eine Mehrheit, wenn er denn zustimmt. Das heißt, sie müssen heute gar nicht ihrem gemeinsamen tollen Verhandlungserfolg zustimmen. Müssen sie gar nicht machen. So, ja, man kann also freie Laune kann man jetzt sagen, okay, Dissidenten finde ich zwar doof, aber Beibehaltung 30% finde ich gut. Also wenn Herr Drews daran glaubt, was er gesagt hat, nämlich dass er im tiefsten Herzen glaubt, dass 30% sogar noch zu wenig sind, glaube ich übrigens auch, ja, da muss man auch so stimmen. So, meine Damen und Herren, dieses Ummodeln, dieses Zerstören des kooperativen Baulandmodells, es trifft mich wirklich hart, weil gerade die zwei Punkte, die ich gesagt habe, die Beteiligung an sozialer Folgebaukosten und dass man also auch Sozialwohnungen machen muss, wenn keine Landesförderung ist, die habe ich mit genau den Leuten durchverhandelt
in den Jahren 14 bis 19. Mit Herrn Löser, mit Herrn Drews, Investoren und ich. Wir haben da gesessen, wir haben sozusagen mit denen das aushandelt. Und daraus ist, Ruhe jetzt, daraus ist das kooperative Baulandmodell entstanden, weil wir gesagt haben, wir können nicht mit jedem individuell verhandeln, wir müssen mal einmal eine Regelung haben. Jetzt haben wir eine Regelung gefunden. Herr Drews hat ja recht, die Regelung ist schlechter als in anderen Städten. Übrigens nicht nur große Städte, kleine Städte. Ah ja, ich bringe sie schon rot. Und deswegen stimmen Sie dem Dissidentenantrag zu und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.